Hammerfinale. Natia Totua ist The Voice of Germany Sieger. Die Fans haben ihren Gewinner gewählt. Heute Abend ging die 7. Staffel von The Voice of Germany in die finale Runde. 4 stimmgewaltige Nachwuchstalente traten in 3 Runden gegeneinander an, doch nur einer von ihnen sagte am Ende auch den Sieg ein. Die Zuschauer haben sich entschieden und zwar für Natia Totua. Mit 50,1% der Anruferstimmen konnte sie sich mit deutlichem Abstand gegen ihre Kontrahenten Benedikt Köstler, Bebe Tomaz und Anna Heimrath durchsetzen. Für ihren Promi-Koch Samu Haber, 41, geht damit wahrlich ein Traum in Erfüllung. Als Moderatorin Lena Gecke, 29, den schnuckeligen Finnen nach seinem sehnlichsten Weihnachtswunsch fragte, entgegnete der nur, er wolle dieses Jahr unbedingt endlich gewinnen. Das hat Santa Clausen sich offensichtlich kein zweites Mal sagen lassen. Auch die Promi-Flass-Leser haben vorab ein gutes Näschen bewiesen. Bei einer Umfrage mit über 6000 Teilnehmern waren immerhin 22,2% sich sicher, dass mit ihren emotionsgeladenen Performances den Sieg einholt. Nur einer konnte sich mehr Stimmen sichern, der 17-Jährige. Stolze 43,9% waren der Meinung, er würde den Sieg einfahren. Was haltet ihr vom Ausgang des heutigen Finales? Stimmt am Ende des Artikels darüber ab.